Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Endlich geht's weiter mit der Reihe Kaffee und Kosmos. Die mussten ja passieren in den letzten Jahren, jetzt angelegt als Live-Veranstaltung natürlich mit entsprechenden Problemen. Ich fand's besonders schade, weil da ist so viel Substanz. Die haben so tolle Referenten, die schöpfen aus dem Vollen. Da stehen einfach die, da hat das Max-Planck-Institut für Physik dahinter, das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, für Astrophysik. Da ist das Sonderforschungszentrum der TU München 1258, die das unterstützen. Auch die Landeshauptstadt München, also der Exzellenzcluster Origins, also das ist ja das Who is Who jetzt in diesem Bereich. Und jetzt endlich geht es weiter mit einem Beitrag: 10 Jahre Higgs-Boson. Ja, die Teilchen gibt es ja schon ein paar Jährchen länger, aber der Nachweis liegt eben jetzt 10 Jahre zurück. Und Dominik Duda wird uns dazu einen Überblicksvortrag geben. Ich muss noch dazu sagen, dass der Live-Charakter ist so angelegt, dass das immer in einem Café stattfindet, jetzt in dem Fall in dem Muffat-Café. Ja, eine tolle Location, aber für die Tontechnik eine immense Herausforderung. Entsprechend schwer haben wir uns getan. Und Helmut hat extra nochmal in der Post-Production hier Stunden investiert, um das Bestmögliche für Sie rauszuholen. Aber ich hoffe, Sie sehen uns hier nach, dass der Ton einfach ein bisschen schwierig ist. Danke. Bevor ich über das Higgs-Boson selber erzähle, erstmal hier sehen wir die Feier am CERN. Als die Entdeckung des Higgs-Boson bekannt gegeben wurde. Das wurde nicht nur selber von der High-Energy-Physics-Community gefeiert, sondern auch natürlich von den ganzen Fachzeitschriften und natürlich haben wir das in normalen Zeitschriften auch intensiv diskutiert gesehen. Bevor ich über das Higgs selber spreche, möchte ich ein paar Worte über das Standardmodell der Teilchenphysik erzählen. Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt eben die Materie im Universum und wie diese Materieteilchen untereinander wechselwirken. So, die Materie ist aufgebaut durch sogenannte Quarks. Wir haben das U-Quark, oder also Up-Quark, Down-Quark, Charm, Strange, Top- und Bottom-Quark. Das sind eben die 6 Quarks. Dann haben wir sogenannte Leptonen. Das ist das Elektron, Myon und Tau. Wir haben 3 geladene Leptonen und wir haben 3 ungeladene. Ladende Leptonen, das sind die sogenannten Neutrinos. Das ist das Elektronneutrino, Myonneutrino und das Tau-Neutrino. Die Materie, die uns umgibt, ist im Endeffekt aufgebaut nur durch diese 3 Teilchen, das Up-Quark, Down-Quark und das Elektron, während die anderen Teilchen quasi schwere Geschwister sind. Das heißt, die werden erzeugt durch irgendwie Kollisionen von Teilchen oder Kernprozesse und zerfallen dann wieder recht schnell. Wo finden wir diese Teilchen? Zum Beispiel, wenn wir in subatomare Strukturen schauen, zum Beispiel das Proton, haben wir 2 Up-Quarks und ein Down-Quark, das ist das Proton, und dann haben wir ein Neutron, das hat 2 Down-Quarks und ein Up-Quark. Zusätzlich, das sind jetzt, also das Proton und das Neutron bauen jetzt Atome auf. Zum Beispiel ein Heliumatom hat 2 Protonen, also ein Helium-4-Atom hat 2 Protonen und 2 Neutronen. Zusätzlich hat es dann, also das ist der Atomkern, zusätzlich hat es dann natürlich 2 Elektronen. In alten Modellen sprach man von Hüllenelektronen, die sich auf Kreisbahnen befinden, aber im Endeffekt sind es nach neueren Modellen Orbitale, in denen sich diese befinden. Na, und wir können dann eben nicht nur Helium durch Protonen und Neutronen aufbauen, sondern alle möglichen Elemente, die sich in der Natur befinden. Zusätzlich zu diesen Materieteilchen haben wir auch die sogenannten Austauschteilchen, die eben die Wechselwirkungen vermitteln. Wir haben das Photon, das ist das Lichtteilchen, das kennen wir natürlich aus dem Alltag, das eben die elektromagnetische Wechselwirkung vermittelt. Wir haben das Gluon,
das die starke Wechselwirkung vermittelt. Das sind Kernkräfte. Zum einen. Zum anderen halten die Gluonen oder die starke Wechselwirkung diese Up- und Down-Quarks in den Protonen und Neutronen zusammen. Na, also die sind letztendlich dafür verantwortlich, dass unsere Protonen und Neutronen und dann die ganzen Kerne nicht zerfallen, sondern dass sie stabil sein können. Zusätzlich haben wir W-Bosonen und ein Z-Boson. Also das, wir haben zwei W-Bosonen, eins positiv geladen, eins negativ geladen und das Z-Boson. Und zusammen sind diese drei Bosonen die Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung. Also das ist zum Beispiel verantwortlich dafür, dass unsere Sonne scheint. Also in der Sonne wird ja Wasserstoff zu Helium fusioniert und dadurch wird erstens Energie frei, die durch Photonen emittiert wird. Zum anderen werden da auch eine Menge Neutrinos emittiert. Das ist eigentlich eine der Hauptquellen für Neutrinos hier auf der Erdoberfläche. Wenn wir uns den Fingernagel, also oder so einen Fingernagel, eine Fläche, die so groß ist wie ein Fingernagel, anschauen, da fliegen so 10 bis 20 Milliarden Neutrinos pro Sekunde durch. Natürlich fehlt noch ein Teilchen. Sollte klar sein, das Higgs-Boson, ja, der Star unseres Abends. Und dieses Higgs-Boson ist jetzt verantwortlich dafür, dass die Quarks und die geladenen Leptonen bzw. die W- und Z-Bosonen Masse haben. So, wie funktioniert das? Da komme ich jetzt gleich zu. Erstmal wollte ich diese schöne Formel hier zeigen. Das ist quasi, also das ist der sogenannte Lagrangian des Standardmodells, der eben die Kinematik der Austauschteilchen, oder hier, dieser Teilchen, beschreibt, dann die Kinematik der Quarks und der Leptonen und auch deren Wechselwirkung untereinander. Diese Formel ist quasi historisch gewachsen. Wir hatten den Teil erst und das Problem allerdings dabei war, dass in der Theorie selber keine Massentherme vorgesehen waren. Also das heißt, dass die Teilchen eigentlich alle masselos sein sollten. Jedoch in den Experimenten wurde gesehen, dass diese Teilchen sehr wohl Masse haben müssen. Und das stand natürlich im eklatanten Widerspruch mit dieser Theorie, die mit diesen Massen gar nicht funktionieren sollte. So, es gibt dann allerdings einen weiteren Term hier, der im Jahre 1964 hinzugefügt wurde von diesen beiden Herren. Das ist einmal der Peter Higgs und François Engler, die den sogenannten Engler-Higgs-Mechanismus eingeführt haben. Mit diesem Mechanismus, das ist jetzt eine mathematische Prozedur, koppeln die sogenannten Wechselwirkungsteilchen und die Materieteilchen an ein Feld, das sogenannte Higgs-Feld. Und durch diese Kopplung an das Feld entsteht eben die Masse der massiven Elementarteilchen. Das waren jetzt alle sehr viele Fachbegriffe. Ich möchte das an einem Comic gerne ein bisschen genauer, also ein bisschen klarer machen. Das Higgs-Feld ist ein Feld, das das ganze Universum durchzieht. Also das ist wirklich überall. Und wir können uns jetzt mal als Analogie zu diesem Higgs-Feld einen Raum vorstellen, der gefüllt ist mit Physikern. Ja, also das ist jetzt eine Party, da sind jetzt ganz viele Physiker auf dieser Party und das Ensemble der Physiker stellt jetzt eben das Higgs-Feld dar. Ein unbekannter Physiker würde jetzt durch diesen Raum durchkommen, ohne dass er irgendwie mit den Leuten hier interagiert. Also er würde sich dann ungebremst dadurch bewegen können. Allerdings ein berühmter Physiker hätte eine Wechselwirkung mit den Leuten auf dieser Party. Die würden sich um ihn rum bilden, also ein Cluster formen und seine Bewegung oder ihre Bewegung einschränken. Eben das Einschränken der Bewegung durch diese Interaktion mit dem Feld oder den Leuten auf der Party ist eben das Gewinn von Masse über den Higgs-Mechanismus. Jetzt habe ich die ganze Zeit über ein Higgs-Feld gesprochen. Wie kommen wir von da auf das Higgs-Boson? Das Higgs-Boson entsteht durch eine Anregung des Higgs-Feldes. Die Analogie in diesem Comic dazu ist dann, dass ein Gerücht, sehr überraschendes Gerücht, in den Raum gerufen wird und darauf bildet sich dann ein Cluster, diesmal allerdings ohne Physiker. Der Physiker stellt ja hier Elementarteilchen dar und in diesem Fall geht das ohne den berühmten Physiker und dieser Cluster ist dann das Higgs-Boson. Also entsprechend nochmal, das Higgs-Boson entsteht aus der Anregung des Higgs-Feldes selber. Jetzt ist die Frage,
wie können wir diese Higgs-Bosonen überhaupt nachweisen? Dazu möchte ich jetzt erstmal noch eine berühmte Formel an die Tafel schreiben, die Sie hoffentlich schon mal gesehen haben. E gleich mc Quadrat. So, die Formel sagt aus, dass Masse und Energie äquivalent sind. So, das bedeutet, dass wir massive Teilchen erzeugen können, indem wir leichte Teilchen mit hohen kinetischen Energien, also das heißt mit hohen Bewegungsenergien, miteinander kollidieren lassen. Und diese Kollisionen finden jetzt an diesen Teilchenbeschleunigern statt. Hier. Diese Teilchenbeschleuniger beschleunigen Protonen, also das sind wieder die Teilchen hier von der ersten Seite, oder also nicht nur einzelne Protonen werden beschleunigt, sondern ganze Bündel von Protonen. Die Protonen selber werden auf eine Geschwindigkeit von 99,99999% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Die Experimente, die wir gerade, also in den letzten 10 Jahren machen, werden an dem Large Hadron Collider gemacht. Dieser Large Hadron Collider ist ein Teilchenbeschleuniger, ein Ringbeschleuniger, der 100 Meter unter der Erde an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich gelegen ist. Dieser Large Hadron Collider hat einen Umfang von 27 Kilometern. Mit dieser Geschwindigkeit durchfliegen die Protonenbündel den Large Hadron Collider 11.000 Mal pro Sekunde. Das heißt, wir bekommen quasi 11.000 Kollisionen an den entsprechenden Kollisionspunkten pro Sekunde. Letztendlich haben wir in diesen Teilchenbeschleunigern 2 Strahlrohre. In einem laufen die Protonenbündel im Uhrzeigersinn und in der anderen Strahlröhre gegen den Uhrzeigersinn. Und dann werden die Protonen an 4 Punkten zur Kollision gebracht. Und an diesen 4 Punkten befinden sich unsere Teilchendetektoren. Die Strahlrohre sehen von außen so aus. Das ist jetzt hier ein Foto aus dem LHC, also dem Large Hadron Collider Tunnel. Und von diesen Elementen haben wir mehrere tausend da drin. So sieht das aus, wenn das geöffnet ist. Hier haben wir die beiden Strahlrohre. Ein Protonbündel ist hier drin, der andere hier. Zusätzlich haben wir hier sehr starke Magnete. Die Magnete haben verschiedene Anwendungsmöglichkeiten in diesem Zusammenhang. Eine Anwendungsmöglichkeit ist eben das Fokussieren der Protonstrahlen. Wie optische Linsen, um Licht zu bündeln, werden die Magnete verwendet, um die Protonstrahlen zu bündeln, also auf kleine Bereiche zu fokussieren. Zusätzlich gibt es weitere Magnete, die dafür verantwortlich sind, um die Protonen eben auf dieser Kreisbahn zu halten. Weil ohne diese Magnete würden die Protonen natürlich einfach geradeaus fliegen und dann sind sie weg und wir können sie nicht kollidieren. An diesen Punkten haben wir riesige Detektoren. Ein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, der Atlas-Detektor, weil ich daran arbeite und natürlich auch die Teilchenphysikgruppe am Max-Planck-Institut. Das ist dieser Atlas-Detektor. Das ist ein Riesending, hat eine Länge von 44 Metern und einen Durchmesser von 25 Metern. Um das in Dimensionen zu setzen, sind jetzt hier 2 Standardmännchen eingezeichnet. Der Detektor selber ist aus verschiedenen Subkomponenten aufgebaut, die alle unterschiedliche Aufgaben haben. Der innere Teil ist ein Silizium-Halbleiter-Detektor. Das sind quasi ähnliche Anwendungen wie Photovoltaikanlagen oder aber die gleiche Technologie wird auch in Kameras verwendet. Also im Prinzip ist das eine riesige Kamera hier im Inneren. Dann haben wir die sogenannten Kalorimeter, die für die Energiemessung verantwortlich sind von Teilchen. Ich hatte vorhin das Myon erwähnt, was ja eins der Leptonen ist. Myon ist ein sogenanntes minimal ionisierendes Teilchen. Das bedeutet, dass es nur einen sehr geringen Anteil seiner Energie verliert, wenn es durch Materie durchfliegt. Weil die meisten anderen Teilchen eben den Großteil der Energie verliert, sobald es mit Materie wechselwirkt.
Also das heißt, die meisten Teilchen, die erzeugt werden in den Kollisionen, werden in den Kalorimetern gestoppt. Myonen, dadurch, dass sie minimal ionisierende Teilchen sind, nicht. Dafür haben wir hier in dem Außenbereich sogenannte Myonenspektrometer, die eben das Durchfliegen von Teilchen nachweisen. Zusätzlich zu diesen Myonenspektrometern gibt es dann riesige Magnetfeldspulen. Ja, also hier, das ist ein Beispiel. Die Magnetfelder sind notwendig, um geladene Teilchen abzulenken. Das Ablenken der Teilchen ist wichtig, um die Impulse dieser Teilchen berechnen zu können. Nur über den Krümmungsradius können wir den Impuls feststellen. Also Teilchen, die gerade durch den Detektor durchfliegen, von denen können wir den Impuls nicht messen. So, ich habe hier ein Foto, das eben die Kaverne oder die Grube zeigt, in der Atlas-Detektor ja, vor 20 Jahren errichtet wurde. So, wir sehen hier schon die Magnetspulen. Der Rest des Detektors ist damals noch nicht eingefügt worden. Aber auch hier sehen wir eben diese gigantischen Ausmaße. Teilchen. Unterschiedliche Teilchen verhalten sich jetzt ganz stark unterschiedlich in den verschiedenen Komponenten des Atlas-Detektors. Ich möchte da nicht sonderlich detailliert drauf eingehen, nur eben sagen, dass durch die Tatsache, dass die Teilchen sich jetzt anders verhalten in diesen verschiedenen Detektorschichten, erlaubt es uns dann wirklich, diese Teilchen nachzuweisen. So, die Frage ist jetzt natürlich, wie können wir das Higgs-Boson überhaupt nachweisen? Weil das Higgs-Boson ist ein sehr massives Teilchen. Und das bedeutet, dass es nach sehr, sehr kurzer Zeit, eigentlich direkt nachdem es erzeugt wurde, zerfällt es auch wieder. Das Higgs-Boson zerfällt in ein B-Quark und das Antiteilchen von dem B-Quark. Ich muss mich entschuldigen, ganz am Anfang habe ich vergessen, was zu erwähnen. Zu jedem dieser Teilchen gibt es ein Antiteilchen. Also ist der Teilchenbestandteil des Standardmodells und jedes dieser Teilchen hat ein Antiteilchen. Also, und die machen wir deutlich, indem wir zum Beispiel ein U' schreiben. Das ist jetzt das Antiteilchen von dem U-Quark. Für die Leptonen ändern wir einfach die Ladung. E+ ist das Antiteilchen von dem Elektron. Der Zerfall von dem Higgs-Boson in zwei B-Quarks, das ist jetzt der wahrscheinlichste Zerfall. Das passiert in 60% aller Fälle. Der zweithäufigste Zerfall des Higgs-Bosons ist in zwei W-Bosonen. Dann gibt es eine Reihe von weiterer Zerfälle, auf die ich jetzt hier nicht unbedingt weiter eingehen möchte. Also, sorry, das passiert in 20% der Fällen. Und dann gibt es Zerfälle in zwei Zs. Das passiert in ungefähr 1% der Fällen. Und dann gibt es auch noch Zerfälle in zwei Photonen. Die W- und Z-Bosonen selber sind sehr schwere Teilchen. Das heißt, dass die auch direkt nach ihrem Entstehen wieder zerfallen. Das heißt, wir können die gar nicht sehen, wir sehen nur deren Zerfallsprodukte im Detektor. So, die besten Kanäle, um eben solche Ereignisse zu studieren, sind Zerfälle, wo die zwei W-Bosonen weiter zerfallen in ein Elektron, Neutrino, Myon und noch ein Neutrino, während die Zerfälle in Z-Bosonen am besten in vier Leptonereignissen, also entweder vier Elektronen, vier Myonen oder aber in zwei Myonen und zwei Elektronen. Die Zerfälle in Higgs nach ZZ finden das ist 1% aller Higgs-Zerfälle und Higgs-Zerfälle in zwei Photonen, das ist quasi ein Promille aller Zerfälle. So, es sieht jetzt natürlich so aus, als ob diese Zerfälle nicht sonderlich interessant wären, weil diese Raten relativ gering sind. Was wir bedenken müssen, ist, dass nicht nur Higgs-Bosonen erzeugt werden am Large Hadron Collider. Im Prinzip werden alle Teilchen des Standardmodells erzeugt und letztendlich werden Quarks oder die ganzen Austauschteilchen der Wechselwirkung werden wesentlich häufiger erzeugt als das Higgs-Boson selber. Wenn wir zum Beispiel aus Kollisionen, wenn wir uns interessieren für diesen Endzustand mit zwei B-Quarks, dann ist dieser Prozess mehrere Millionen Mal häufiger als dieser Prozess. Deswegen, weil eben
Dieser Prozess, der am häufigsten ist, am schwierigsten vom Untergrund hervorzuheben ist, ist es so, dass wir uns eben mit, also besonders gerne mit Higgs nach ZZ und Higgs nach Gamma-Gamma-Zerfällen beschäftigen, weil die eine sehr klare Signatur im Detektor haben. Also besonders gut von Untergrundprozessen abgehoben werden können. So, ich habe hier jetzt ein paar Beispiele, wie das im Detektor ausschaut. Wir haben hier ein Higgs-Boson, das in zwei Z-Bosonen zerfällt, die dann weiter in zwei Elektronen zerfallen, die hier durch diese blauen Linien gekennzeichnet sind, und in zwei Myonen, die durch diese roten Linien gekennzeichnet sind. Wie ich sagte, Myonen sind minimal ionisierende Teilchen, das heißt, die durchqueren den Detektor, ohne großartig Energie zu verlieren. Das heißt, die gehen bis zum äußersten Teil des Detektors, während die Elektronen in den Kalorimetern halt aufgehalten werden. Deswegen sind die Linien wesentlich kürzer. So, das andere Beispiel ist ein Zerfall des Higgs-Bosons in zwei W-Bosonen, die dann weiter zerfallen in ein Elektron und ein Myon und zwei Neutrinos. Die Neutrinos selber wechselwirken eigentlich gar nicht mit Materie oder nur sehr, sehr, sehr selten. Deswegen sehen wir die gar nicht mit unserem ATLAS-Detektor. Wir können ihre Anwesenheit aber über die Energiebilanz nachweisen. Der springende Punkt hier ist, ein Grundsatz der Physik ist das Prinzip der Energieerhaltung. Und auch hier in diesen Kollisionen, in denen Teilchen entstehen, existiert dieses Prinzip der Energieerhaltung. Das heißt, alle Teilchen im Endzustand oder die Impulse im Endzustand müssen sich im Prinzip auf Null aufaddieren. Wenn man Neutrinos im Endzustand hat, passiert das allerdings nicht. Und der Betrag, den man dann rausbekommt, wenn man eben die Vektorsumme dieser Objekte bildet, entspricht dann eben den Neutrinos in diesem Endzustand. Und hier wird das eben durch diese gestrichelte Linie dargestellt. Kommen wir zu der Higgs-Boson-Entdeckung. Die besten Kanäle, wie gesagt, sind die Zerfälle des Higgs-Bosons in zwei Z-Bosonen bzw. in zwei Photonen. Wir sehen hier eben auf der linken Seite die Studien des Higgs-Bosons in Zerfällen in zwei Z-Bosonen, die weiter zerfallen in vier Leptonen. Wir sehen hier die Untergrundprozesse in diesem Rot und Blauen und dieses Babyblau hier gibt jetzt eben den Beitrag von dem Higgs-Boson. Also man sieht so eine kleine Anhäufung bei einer Masse von 125 Gigaelektronenvolt. Auf der rechten Seite ist das Massenspektrum von Photonen untersucht und auch hier sieht man bei einer Masse von 125 Gigaelektronenvolt eine Anhäufung von Ereignissen über eben dieser fallenden Untergrundverteilung. So, ein weiterer Kanal, in dem das Higgs-Boson dann mitentdeckt wurde, ist eben Higgs nach WW. Und dann hat man letztendlich die Informationen, die man aus diesen Studien, Higgs nach WW und den entsprechenden Studien von unserem Schwestern-Experiment, das ist also der CMS-Detektor, der ein sehr ähnliches Physikprogramm hat wie ATLAS, mit diesen kombinierten Informationen ist es dann gelungen, in 2012 das Higgs-Boson zu entdecken. Und ein Jahr später gab es dann den Nobelpreis für unseren Freund Peter Higgs und François Engler. So, im Vergleich zu damals haben wir jetzt wesentlich mehr Daten sammeln können. Also wie gesagt, das ist hier die Daten, die ausreichend waren für die Higgs-Entdeckung, während das Bild ist, das wir heute haben. Wir haben insgesamt 14 Mal mehr Daten im Vergleich zu der Higgs-Boson-Entdeckung und der Large Hadron Collider wird noch fast 20 Jahre laufen und in dieser Zeit werden wir 20 Mal mehr Daten sammeln im Vergleich zu, was wir jetzt haben. Also im Endeffekt werden wir 280 Mal mehr Daten haben, als ausreichend war für die Higgs-Boson-Entdeckung. Und das bedeutet, dass wir die Higgs-Eigenschaften wie die Masse, der Eigendrehimpuls oder auch Spin genannt oder eben die Breite dieser Verteilung sehr genau messen können. Wir können auch eben die Kopplungsstärken des Higgs-Bosons immer und immer genauer messen. Hier sehen wir eben alle Kopplungen des Higgs-Bosons. Hier hinten sehen wir die Kopplung an die W- und Z-Bosonen, an das Top-Quark. Hier sehen wir die Kopplung an das C-Quark, was jetzt noch nicht so gut gemessen ist. Aber das ist nicht schlimm. Am Ende der Laufzeit von dem LHC werden wir auch die Kopplung des Higgs-Bosons an C-Quarks sehr wahrscheinlich
messen können. Mit so viel Daten werden wir dann auch in der Lage sein, sehr, sehr seltene Prozesse zu messen. Ein sehr interessanter Kandidat ist dabei die Produktion von zwei Higgs-Bosonen in Paaren, also die gleichzeitige Produktion von Higgs-Bosonen. Diese Prozesse sind jetzt deshalb so interessant, weil wir mit deren Hilfe die Wechselwirkungsstärke des Higgs-Bosons an sich selbst bestimmen können. Weitere Sachen, die wir studieren können mit so viel Daten oder die wir jetzt auch schon studieren, sind Suchen nach quasi schweren Geschwistern des Higgs-Bosons. Diese Suchen sind durch die Tatsache motiviert, dass das Standardmodell zwar auf der einen Seite sehr gute Vorhersagen macht, auf der anderen Seite allerdings nicht komplett sein kann. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, die diagonale Linie, die wir hier sehen, das sind die Vorhersagen aus dem Standardmodell. Und die Punkte, die wir hier sehen, sind die Messwerte aus unserem Experiment. Und was wir sehen können, ist, dass die Messdaten und die Vorhersagen der Theorie, also die Vorhersagen des Standardmodells, sehr gut übereinstimmen. Und das ist halt eins der vielen Beispiele, die zeigen, dass eben das Standardmodell eine sehr gute Theorie ist, weil es eben so präzise Vorhersagen macht. Wie ich sagte, das Standardmodell ist keine komplette Theorie. Beispiele dafür sind astrophysikalische Beobachtungen, zum Beispiel die Bewegung von Galaxien, deuten sehr stark darauf hin, dass es dunkle Materie im Universum geben muss. Dunkle Materie wird allerdings nicht durch das Standardmodell beschrieben. Ein anderer Punkt, wo das Standardmodell Probleme hat, eben Phänomene aus der Natur zu beschreiben, ist die Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Also es gibt in unserem Universum wesentlich mehr Materie als Antimaterie. Obwohl wir eigentlich erwarten würden, also basierend auf unseren heutigen Kenntnissen, dass Materie und Antimaterie im frühen Universum gleich häufig erzeugt hätten werden müssen. Das ist allerdings nicht der Fall. Wenn es der Fall gewesen wäre, würde es uns nicht geben. Deshalb brauchen wir irgendwie einen Mechanismus, der erklärt, wo die Antimaterie hin verschwunden ist. Es gibt natürlich viele theoretische Physiker, die dann Vorschläge machen, wie man das Standardmodell erweitern könnte, um eben diese Phänomene, also dunkle Materie oder eben die Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie, erklären könnte. Das sind jetzt übrigens nur zwei Beispiele. Es gibt noch ein paar andere Punkte, wo das Standardmodell Probleme hat. Viele dieser Theorien, die Lösungen für diese Probleme des Standardmodells hervorsagen, sagen jetzt schwere Geschwister für das Higgs-Boson voraus. Wir könnten also schwere Teilchen haben, also Teilchen, die sich wie das Higgs-Boson verhalten, also ähnliche Zerfallswahrscheinlichkeiten in Zerfälle für Higgs nach WW oder Higgs nach ZZ oder so haben, allerdings eine wesentlich größere Masse als eben dieses Higgs-Boson aus dem Standardmodell hat. Das ist dann eben Gegenstand unserer Untersuchungen. Ein weiteres Beispiel sind Suchen nach einem sogenannten Teilchen A, das in ein Z-Boson und eben diesen 125 GeV schweren Teilchen, das wir in 2012 gefunden haben, sucht. Was wir machen in diesem Fall, ist, dass wir wieder die Massen, oder also die kombinierte Masse aller Teilchen in diesem Endzustand untersuchen. Und der Untergrund verhält sich im Prinzip so, also wir haben jetzt irgendeine Verteilung, wo wir bei niedrigen Massen ziemlich viele Ereignisse haben und die dann recht stark abfällt. Und wenn es jetzt so ein Teilchen geben würde, würden wir in diesem Massenspektrum halt so eine Anhäufung sehen. Dazu haben wir jetzt kürzlich was veröffentlicht. Die werden hier eben auf dieser Folie gezeigt. Wir sehen hier, diese farbigen, gestapelten Histogramme spiegeln jetzt die Standardmodellvorhersagen wieder. Also das sind jetzt Untergrundprozesse für die Signatur dieses Teilchenzerfalls. Die werden jetzt mit Messdaten verglichen, das sind diese schwarzen Punkte. Und darüber hinaus überlagern wir jetzt eben ein hypothetisches Signal mit diesen Verteilungen. Also wenn es so einen Prozess geben würde, dann würde die Verteilung so aussehen, also natürlich unterschiedlich vom Untergrund.
Leider müssen wir feststellen, dass dies nicht der Fall ist. Und das heißt dann, dass es dieses Teilchen entweder nicht gibt oder aber, dass die Produktionswahrscheinlichkeit für diese Teilchen so unwahrscheinlich ist, dass wir noch nicht sensitiv drauf sind mit den Daten, die wir bisher gesammelt haben. Das heißt also, wir können quasi obere Grenzen auf die Produktionswahrscheinlichkeit für so einen Prozess setzen. Wie war das damals? Habt ihr das groß gefeiert oder war das Alltagsgeschäft? Wie hast du das damals erlebt? Die Entdeckung passiert eigentlich nicht von heute auf morgen. Also erstmal hat man nur mit einem ganz kleinen Datensatz irgendwas veröffentlicht und da hat man dann schon irgendwie bei einer bestimmten Masse so leicht etwas gesehen. Die sogenannte, also wir sagen dann immer, dass wir eine bestimmte Signifikanz brauchen. Also wir brauchen eine Gewissheit von so und so viel Prozent, dass es sich wirklich um die Existenz von einem Teilchen handelt, bevor wir sagen, okay, da ist tatsächlich was. Und natürlich, wenn wirklich etwas in den Daten ist, dann sieht man schon vorher was, bevor man diese Schwelle auch wirklich erreicht. Das heißt, durch vorherige Veröffentlichungen hat man eigentlich schon erahnt, es gibt da was. Also das heißt nicht, dass es dann von heute auf morgen so, wir haben das Higgs-Boson, sondern es hat sich angebahnt. Es ist dann so eine Anspannung, die sich dann letztendlich entladen hat. Und diese Anspannung hat sich allerdings über bestimmt 1,5 Jahre aufgebaut.